Autostunden südlich der ungarischen Hauptstadt Budapest liegt Szeged, auf Deutsch Szegedin. Die Universitätsstadt ist berühmt für ihre vielfältige Architektur. 170.000 Menschen leben hier, darunter 30.000 Studenten. Viele von ihnen kommen aus dem Ausland. Szeged ist eine sehr junge, dynamische Stadt und hat einen ganz interessanten Doppelcharakter. Das ist eine sehr alte Siedlung am Ufer der Theiß und trotz dessen ist das eine sehr junge Stadt. Der Jurist und Historiker Antal Polgar hat Szegeds Geschichte erforscht. Erstmals 1183 urkundlich erwähnt, stand die Stadt im 16. und 17. Jahrhundert unter türkischer Herrschaft. Später wurde sie Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie. Dass trotzdem kaum ein Gebäude älter als 100 Jahre ist, liegt an einem Hochwasser des Flusses Theiß. Es zerstörte 1879 weite Teile der Stadt. Also von den 6000 Häusern blieben nur 265 mehr oder weniger erhalten. Und die ganze Stadt musste neu gebaut werden. Es wurden Ring- und Radialstraßen errichtet. Vorbilder waren in dieser Hinsicht die damaligen großen europäischen Hauptstädte Wien und Paris. Der Wiederaufbau erfolgte in der jeweiligen architektonischen Mode, etwa dem Jugendstil. Das Reök-Palais von 1907 gilt als schönstes Beispiel für diese Epoche. Das Rathaus aus dem Jahr 1883 entstammt dem Neobarock. Die Bibliothek von 1897 ist klassizistisch geprägt. 1903 wurde die neue Synagoge eingeweiht. Sie ist die viertgrößte aktive Synagoge der Welt und vereint Baustile wie Barock, Jugendstil und Gotik. Durch die verschiedenen Baustile ist die Synagoge wie ein Spiegelbild der Stadt. Dass sie im Zentrum errichtet wurde, zeigt die Achtung, die den Juden entgegengebracht wurde. Viele der umliegenden Häuser wurden von jüdischen Kaufleuten errichtet. Sie sind wie die Synagoge Ausdruck des damaligen Reichtums der Juden von Szeged. Während des Holocaust ermordeten die Nazis etwa 5.900 der 8.000 Juden Szegeds. Heute zählt die Gemeinde rund 500 Mitglieder. In der Synagoge finden neben dem Gottesdienst auch regelmäßig Konzerte statt. Ein Besuch lohnt sich schon allein wegen der Kuppel. Die 24 Säulen der Kuppel symbolisieren die 24 Stunden des Tages, während der wir leben, arbeiten und unseren Glauben ausüben. Die Kuppel ist ein Symbol für das Ziel des Lebens, das für uns bedeutet, im Einklang mit den Regeln des jüdischen Glaubens zu leben. Das größte christliche Gotteshaus ist die katholische Votivkirche am Domplatz. Gegenüber befindet sich das Pantheon, eine Gedenkhalle mit Büsten bedeutender ungarischer Persönlichkeiten aus Kunst, Literatur und Wissenschaft. Nur wenige Gehminuten entfernt liegt das Pik-Salami- und Paprika-Museum. Es zeigt die Geschichte der ungarischen Salami, dem wichtigsten kulinarischen Exportartikel des Landes. Mitte des 19. Jahrhunderts brachten italienische Kaufleute das Rezept nach Szeged. Paprikapulver sorgt für den typischen Geschmack. Die Ungarn essen eine Menge Paprika und das wirkt sich durchaus auch auf ihr Temperament aus. Paprika regt den Kreislauf an und daher resultiert das feurige Temperament der Ungarn wohl auch aus dem hohen Paprikakonsum. Tatsächlich. Paprika gibt es auf allen Märkten der Stadt. Und nicht nur die. Das Angebot an frischen Produkten ist reichhaltig. Szeged liegt in der ungarischen Tiefebene. Die fruchtbare Region gilt als Gemüsegarten des Landes. Und natürlich wird hier auch ungarische Salami verkauft. Auch wenn Szeged außerhalb Ungarns noch wenig bekannt ist, die vielen Sehenswürdigkeiten machen die Stadt in jeder Jahreszeit zu einem lohnenden Reiseziel.